Allegra. Eine Ex-Polo-Stute aus Argentinien musste schon viel durchmachen und läuft nur noch im Hasengalopp. Kann Ariane Thägen ihr und ihrer Besitzerin helfen? Mein Name ist Ariane Thägen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Wenn man was suchen möchte oder was finden möchte, dann würde ich sagen, es ist ganz minimal der rechte Beckenknochen, den man außen ja immer recht markant sieht bei vielen Pferden, von den Beckenschaufeln. Die obere Spitze ist vielleicht rechts ein ganz bisschen höher als links, aber das ist, glaube ich, wirklich Erbsenzählerei. Was man ganz schön sehen kann, ist eigentlich auch hier unten die Beule. Ich will jetzt nicht hinfassen, hier in diesem Bereich. Das Bild kenne ich dieses Jahr. Das ist häufig bei ganz vielen Pferden, momentan auch oder gerade jetzt bei dieser nassen Zeit. Das ist wie so eine Art Milben, die sich wirklich ganz langsam hochfressen. Und die machen dann dieses struppige Fell, was ich da bei ihr auch sehe. Super! Da sieht man, das spannt sie. Wenn ich hier rüber gehe, spannt sie sofort an. Da sieht man richtig den Muskel rauskommen. Da geht sie auch sofort weg. Und was ich dann ganz interessant finde eigentlich oder fragwürdig finde, wenn ich sowas habe, dass ein Pferd im Tastbefund, ich drücke jetzt gar nicht, ich streichel nur rüber, sofort in eine Ausweichposition geht, würde ich zum Beispiel bei einem röntgenologischen Befund irgendwas erwarten. So, und auch hier, da, der Beckenknochen. Ist das beim Putzen auch? Mag, putz mal einmal. Da ist das hier so, mit der Putzbürste passiert gar nichts. Super machst du das. Super. Hm? Ja. Supi. Ja. So, und kaum komme ich mit der Hand. Oh, da ist es hier auch. Hm? Kaum komme ich mit der Hand. Ne? So, was ich jetzt als erstes sehe, dass auch sie glänzt zwar, aber sie hat hier überall ganz viele helle Schattierungen und das ist wirklich so, als wenn sie ja so anrasiert ist, so gegen den Strich gebürstet wurde. Frau Friewald würde jetzt sagen, wie eine Klobürste, glaube ich. So hatte sie Falco beschrieben, der sah ähnlich aus. Ist alles in Ordnung. Oh ja, die macht die Lippen ganz doll aufeinander. Ne, guck mal. Komm mal her. Ja, komm doch mal. Komm doch mal. Hier, guck mal. Also, mach es. Hm, so, und bei ihr habe ich das Gefühl, die wartet wirklich auf irgendwas. Jetzt auch. Was wir heute auch haben, gestern war es kalt. Heute ist es teilweise ein bisschen sonnig, ein bisschen wärmer. Das heißt, wir haben mehr Licht, wir haben mehr Bewegung in der Luft sozusagen, durch Fliegen. Merkt man schon, dass sie ein bisschen anders wird. Ja, guck mal. Alles gut, mein Mädchen. So, ja. Oh, du Süße. Oh, war da jemand in deinem Maul? Das ist so schrecklich, ne? Ja. Hm? Kriegen wir das von hier auch hin? Ganz vorsichtig. Übergelenk links, das ist nicht druckempfindlich. Fein. Auf der linken Seite habe ich jetzt zum Beispiel auch wirklich Verspannung, richtige Knubbeln. Sichtig, ne? Ja. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob sie das gut findet oder ob sie das schlecht findet. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? So, der Sattel hat eine kleine Brücke. Vom Grundsatz her, von dieser Seite hier würde ich jetzt sagen, hier gibt es definitiv kein Druck auf den Trapezmuskel. Hier hinten würde ich sagen, macht er jetzt auch nicht viel Druck. Das sind eigentlich alle Kriterien, wo ich sagen würde,
sieht gar nicht ganz so schlecht aus. Das Einzige, was mich so im Gesamten, ja, es sieht für mich trotzdem unbequem aus. Dieser Sattel einfach sehr steif ist und vielleicht kriegen wir es gleich mal so hin. Von vorne sieht man halt einfach, dass der oben liegt und dann sich wirklich nach unten abspreizt. Also da ist der legt sich nicht schön ans Pferd. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der Sattel ihr, wenn sie weiterhin damit geritten wird oder wenn sie mehr damit geritten wird, ob der denn nicht vielleicht hier und auch dicht an der Wirbelsäule Probleme machen würde, weil da ist Druck. Aber was wir hier nicht haben, ist vorne Druck und hinten Druck. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sie dadurch, dass sie so empfindlich ist, empfindlich an der Haut, empfindlich, was die Augenreize angeht, was ihre Umgebung angeht, kann ich mir einfach vorstellen, dass sie viel Ruhe braucht. Oder dass man sie halt einfach an viele Dinge gewöhnen muss. Ich glaube einfach, es gibt wirklich Pferde, die können mit Trubel umgehen. Und es gibt Pferde, die müssen das entweder lernen oder die haben immer eine innere Unruhe. Der Falco wird da hinten geholt, sie sieht das alles. Leo brüllt da hinten rum. Der Gurt fällt runter, weil ich ihn nicht festgegurtet habe. Aber es stört sie alles gar nicht. So ist fein. Guck mal, jetzt mache ich das mal von der Seite. Bei solchen empfindlichen Pferden mache ich gar nichts. Also das sind jetzt wirklich, einstudiert hört sich doof an, also wirklich bekannte Sachen. Sie weiß, es kommt ein Gurt, es wird angezogen und sie hat schon mal reagiert und wollte in diese Richtung schnappen, obwohl ich noch gar nichts mache. Ist bei vielen so, wenn dieses Geräusch kommt, dass diese Schnallen hier klackern, veranlassen die viele Pferde dazu, die nächste Reaktion zu zeigen. Da hinten steht ein schöner Mann. Ne? Ich meine jetzt natürlich nicht den Kameramann, obwohl der ist auch schön, sondern da hinten steht Falco. Falco ist ein Wallach. Jetzt wird er rot. Also nicht Falco. Ja, es ist wirklich ein richtiges Überraschungspferd, glaube ich. Wenn deine Besitzer sich das angucken, ich glaube, dann denken die, was ist mit dir denn passiert? So, kriegen wir das hier draußen mit den Auftrensen hin, nachdem du eben gerade den Kopf so hochgerissen hast. So, voilà. So schön, klasse. Ja, ja, auch ich habe wieder was Feines in der Tasche. Das riechst du schon, ne? Guck mal hier. Ja, guck mal hier. Schnell eine Möhre hinterher, ne? Ja, bei diesen schwedischen Verschnallungen muss man wirklich immer aufpassen. Schwedisch heißt ja, es geht hier quasi um so eine Öse drumrum und dann kann man wieder zuziehen. Und es geht häufig das Gefühl dafür verloren, wie fest so ein Nasenriemen dann ist, weil man den halt ganz bequem da einfach rumwickelt. Und bei der Ali würde ich aber vermuten, dass das wirklich Angstmuster sind. Also, dass sie jetzt nicht akut Schmerzen hat, sondern dass sie wirklich in gewissen Situationen halt einfach Erinnerungsfetzen hat, die dann halt einfach da zum Tragen kommen. Na, hübscher Falco? Halt. Ja, ist er galoppiert auf dem Paddock, auf der Wiese? Ja? Oh, Falki. Komm her. Ja, so, da ist Falki. Das heißt, wenn andere Pferde kommen in Sichtfeld oder sonstiges, dann fährt sie auch auf. Jetzt sieht man, jetzt ist sie ganz hektisch. Ich bin jetzt auch noch auf ihrer rechten Seite. Sie sieht mich nicht. Aber sie weiß, dass ich da bin. Die können mir ja auch gut riechen. So, und ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Ich kratze sie jetzt einfach mal ein bisschen. Genau, dankeschön. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn man diese Geschichte mit dem Pferd durch hat, Flugtransport, Klinikaufenthalte und was ich da alles rausgehört habe, dann ist man, glaube ich, auch ein bisschen gehemmt, dass man halt wirklich auch mal sie vielleicht behandelt wie ein normales Pferd,
was jetzt nicht, was jetzt gut gucken kann, was man einfach auch mal sagt, ey, ich bin hier auf deiner rechten Seite, alles klar, du weißt aber, dass ich hier bei dir bin und da gibt's halt, musst du halt besser auf mich achten. So, und das habe ich eben gerade gemacht. Ich habe sie einfach eben angeknufft rechts, habe sie gekratzt am Hals, dass sie merkt, ey, da ist jemand. Und dann hat sie auch geguckt. Ich denke, wo ich noch mal ein Angstmuster reinkriege, ist, wenn ich die Doppellonge vielleicht sogar hinter sie mache. Das kann ich mir vorstellen, weckt auch noch mal was. Die Möhrchen, ne? Das ist eine tolle Sache. Super gemacht. Klasse. Komm, ja, komm. Hier warst du gestern schon. Es hat sich nichts verändert. Ach doch, der grüne Trecker steht draußen. Das hat sich verändert. Ja, ja, ich möchte nur gucken, ob wir was von gestern wiederholen können. Super. So, was mir schon mal gleich auffällt, ist, dass sie schon 1 bis 2 Hufbreit sofort überfußt. Fein. So, ich gebe ihr außen ein ganz bisschen Anlehnung. Möchte trotzdem, komm, dass sie vorwärts geht. Ja, mach mal. Geh mal ein bisschen. Hopp, hopp, hopp. So, jetzt merkt man schon. Hopp, hopp. Der Schweif wird geschlagen. Das war gestern noch nicht so. Super. Prima machst du das. So, und was sie jetzt, glaube ich, stört, was der Unterschied zu gestern ist, ist, dass sie hier durch die äußere Longe am Brustkorb immer Bewegung kriegt und auf der anderen Seite ja auch an der Schulter-Halspartie teilweise. So, und sie fußt jetzt schon rein. Das finde ich richtig, richtig gut. Klasse. Komm. Konzentrier dich. Nee, gibt es nicht. So, und auch das sind Sachen, da muss ich sie hier ein bisschen ermahnen. Das mache ich nicht, indem ich innen jetzt ruppe, sondern indem ich sie hier wirklich so einmal anklatsche, hier mit der, so wie so eine Welle. Ja, dass sie hier nicht in die Mitte kommt. Das ist einmal die Bewegung und dann natürlich geht die Longe wirklich dann an ihren Brustkorb. So ist es schön. Komm, Galopp. Hopp. Super. Klasse. Oh, toll. Super, super. Mit Überenergie, würde ich sagen. Aber der Galopp, der gefiel mir von der Hinterhand her viel besser. Auch der Trab, da habe ich jetzt fast den Eindruck, dass sie vorne einfach nicht mitkommt. Das finde ich schon mal richtig, richtig schön. Und da muss man das einfach nur noch in Einklang bringen. Klasse, klasse. So. So, und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie viel weiter mit dem inneren Bein nach vorne greift. Hopp, hopp, hopp. Jawohl. Und tief. Hopp. Galopp. Hopp. Hi, toll. Klasse. Ja. 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 Super. Klasse. So, jetzt hole ich sie mir hier ein bisschen, dass sie ganz bisschen nach innen hier weich werden soll. So. Außen ignoriere ich noch. Fein. Nicht ziehen. Super. Gut so. Und Galopp. Super. Ja. Ich versuche einfach mal ein bisschen Entspannung hier durch meine Hand in die Longe zu ihr zu gehen, weil jetzt merkt man, sie verspannt sich wieder. Ja. Na, jetzt kommt wieder. So, jetzt warten wir mal wieder, bis sie entspannt. So, jetzt kommt wieder Verspannungsphase. Hopp, hopp, hopp.
Jetzt wird es wieder besser. Ne, weil es gibt ja immer Sachen, die man noch mit an die Hand geben kann. Klasse. Super. Da lang, da lang. Gut. Klasse machst du das. Ist vielleicht ein ganz neuer Ansatz für ein Schrecktraining zum Beispiel. Ja, klasse. Super. Toll, Süße. Ganz toll machst du das. So, und halt. Brrrt. Halt. 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 Nach dem dritten Mal Halt sagen, hat Allegra dann ja auch sofort angehalten. Darauf kann man aufbauen. Ich bin jetzt auf ihrer schlecht sehenden Seite und ich sage mir einfach, sie soll ja auch das lernen und ich werde sie einfach behandeln wie ein normales Pferd. Versuche ihr die Sicherheit zu geben, auch von dieser Seite. Fein. Dass sie natürlich sich mehr erschreckt als andere Pferde, finde ich relativ normal. So Süße, ich habe jetzt was geändert. Ich habe jetzt die Longe so verschnallt, dass ich auch Handwechsel mit ihr machen könnte, wenn ich wollte. Das ist jetzt wirklich ein Experiment. Ich will nicht hoffen, dass es in die Hose geht. Was ich jetzt zusätzlich habe, ist, dass die Leine über ihren Rücken geht, wie man sieht. Das sorgt schon wieder dafür, dass der Schweif schlägt, weil es Impulse oben auf dem Rücken gibt, obwohl das ein ganz, ganz leichtes Seil ja nur ist. Mal gucken, was das auf ihr Trabbild ausmacht. Komm! Weil dann gibt es ja noch ein bisschen mehr Bewegung auf dem Rücken. Klasse! So! Hopp, hopp, hopp! So, und was ich gestern ja gar nicht hatte, ist ein äußerer Zügel und es gab kein Kopfschütteln im Trab. Ich hatte halt auch keine Leine oben über ihren Rücken. Fein, super machst du das. Prima. Ja, ich merke schon, dass du das nicht so gerne willst, ne? Ja, das kann ich merken. Ich kann sie hier ganz, ganz leicht an meinem kleinen Finger nach rechts stellen. Wirklich ganz, ganz leicht. So, und ich schnack einfach mit ihr. Ich bin ja jetzt hier auf der rechten Seite. Ich schnack ja sowieso. Galopp. Fein. Ah, ja, ja. Mhm. Super machst du das. Und Girapp. So. So, mal das Kopfschlagen weggedacht. War die Hinterhand viel, viel raumgreifender. Hm? Dieses Kopfschlagen machst du ja auch nur, wenn ich dich hier ein bisschen annehmen muss. Ja, so, einmal noch. Fein, klasse. Hopp, so. Ich gehe ein bisschen mit. Sag ihr immer ein bisschen von dem, was ich möchte. Kann man natürlich wunderbar, wenn man nicht drauf sitzt, ganz, ganz fein drüber weggehen. Das ist eine schöne Trainingssache. Super! Ja, dass ich jetzt erstmal ohne Reitergewicht ausprobieren kann. Ganz große Klasse. So, ich komme jetzt auf ihre rechte Seite. Bin gespannt, was passiert, wenn ich hinter sie komme. Sie kann ja ganz, ganz schnell drehen. Ja, so ist es fein. So, weil das sind so Sachen, die kann ich jetzt natürlich mal kurz ausprobieren. Dann kann ich ja der Besitzerin viel mehr Möglichkeiten auf den Weg geben. So, Klitschko ist rechts von ihr. Scheint ihr nichts ausgemacht zu haben. Gucken, was passiert, wenn ich die Longe hinten rüber mache. Sie ist ja ein bisschen empfindlich, was das angeht. Super. So, jetzt wird sie deutlich schneller. Ist natürlich auch ein einrahmender Schenkel sozusagen. Und so kriege ich sie auch ein bisschen
desensibilisiert einfach da an den Flanken, an der Hüfte. Nein, 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 nein. Brrr. Fein. So, und das kann ich mir vorstellen, sind Momente beim Reiten, die sich dann halt hochpushen, wenn sie dann halt auf den Hacken kehrt machen möchte. Der Reiter muss ja auch reagieren. So, und ist dann natürlich überrascht oben auf dem Rücken, muss sich irgendwie selber ausbalancieren. Und das habe ich hier halt gar nicht. Und halt. Brrr. Und halt. Halt ist ja nicht so ihre Stärke. Klasse gemacht. Aber Nu ist hier schon beim zweiten Halt sofort angehalten. Super gemacht. Ja komm, ich komme auf der Seite. Hey, toll. Mensch, du bist ja ein richtiges Zauberpferdchen. Guck mal. Ein richtiges, tolles Zauberpferd. Das hast du toll gemacht. Richtig, richtig toll. Spitzenmäßig. Hä? Ja, also das fand ich jetzt richtig gut. Man hat einen Unterschied gesehen zu gestern. Gestern lief es vom ersten Eindruck her harmonischer. Aber heute war schon viel mehr Hinterhand im Spiel. Und ich glaube einfach, umso mehr die Ali an sich dran hat, sei es die schlackernden Zügel, die hatte Vicky ja gestern so schön hier eingerollt, dass die nicht an ihrer Halsseite baumelten. Genau. Die Leine, die über ihren Rücken liegt, die auch sich bewegt, das ist für sie Stress. Wenn das hier baumelt, wenn das hier rumhängt, dann hat sie Stress. Und genau das Gleiche ist, hier kommt jetzt eine kleine Fliege, die möchte da gerne schon ranfliegen und es wird sofort geschüttelt. Das sind eigentlich so Sachen, die passen eigentlich immer ganz gut zu dem Headshaking-Syndrom. Das ist ja aber auch, hat viele, viele Ursachen. Ich würde wahrscheinlich noch mal rechts die Zähne kontrollieren lassen, bei der Fütterung was umstellen und wirklich anfangen zu trainieren. Und ja, theoretisch gesehen keine Rücksicht darauf nehmen, dass sie auf einer Seite nicht so gut sieht, weil wenn wir uns Menschen mal sehen, wenn wir einen Blinden haben, der ist zu so vielen Dingen in der Lage, auch ohne Augenlicht oder Menschen mit Körperbehinderung, Querschnittgelähmte. Ich habe gerade ein Video gekriegt, eine Anfrage gekriegt von einer Rollstuhlfahrerin. Die hat mir ein Video geschickt, wie sie mit dem Isländer ausreitet. Für mich unvorstellbar, wie man ohne Gefühl oder ohne Kraft in den Beinen ausreitet. Aber es ist alles machbar. Und warum soll es für ein Pferd mit gewissen Macken oder Problemen nicht möglich sein, vernünftig zu gehen? Man muss nur die Bedingungen dafür schaffen. So wie das Pferd für eine Rollstuhlfahrerin Bedingungen mitbringen muss, die andere Pferde fürs klassische Reiten vielleicht nicht haben. Das sind Dinge, die muss man einfach machen. Ne? Komm, Ali, komm. So, ach, guck mal, Falki ist auch fertig. Da kreuzt ihr beiden euch wieder. Das ist doch ein Zufall. Na komm, wir gucken mal, was der Falki macht. Na Süße, warst du erfolgreich? Ja, sehr. Was habt ihr denn gemacht? Anziehen. Wow, cool. Von beiden Seiten hoch und dann ran. Ah, toll. Klasse. Ah, guck mal. Ja, bei Falco würde ich auch nervös werden, Ali. Ja. So, komm her, meine Süße, komm. So, egal was ist, du darfst definitiv nicht an mir vorbeispringen, ne, oder vorweglaufen. Du darfst gerne. Was ist los, du Olla Schreihals? Kannst du noch ein bisschen zugucken, wie Falco weggeht, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass bis jetzt beide Pferde noch nicht so waren, wie es aus dem Kontaktformular zu erahnen war. Ich habe mich wirklich auf
schmerzende Arme, Beine, blockierte Wirbel vom Rumreißen. Ich darf ja das noch nicht sagen. Ne? Die beiden sind ja noch nicht wieder zu Hause. Aber also ganz, ganz toll. So, und auch das soll wohl nicht normal sein, dass sie jetzt einfach hier stehen bleibt. Fein. Ja, aber auch in die Situation mit der Doppellonge hinten. Also das ist schon wirklich irre. Toll machst du das. Habe ich überhaupt noch was? Habe ich noch. Und das ist alles viel, viel einfacher für eine Person, die halt ja keine emotionale Bindung in dem Sinne hat. Und was ich immer ganz schön finde, ist einfach, ja, wenn ich die Pferde einfach auch über Nacht draußen lassen kann, dann haben die diese, ja, diese Stehzeit in den Boxen gar nicht, auch nicht über Nacht. Und das macht sich wirklich bemerkbar, gerade bei solchen Pferden wie, ja, die Ali nicht, die ist ja auf dem Stall gewohnt, für die wäre alles andere anders. Aber zum Beispiel der Leo, der jetzt gerade drin ist, dem hat das richtig, richtig gut getan. Der hat ordentlich Bauchumfang verloren. Was muss Falco denn jetzt machen? Falco muss Kunststücke üben. Das Monsterpferd übt Kunststücke. Dieses Kunststück nennt sich neben dem Trainer stehen und in die andere Richtung gucken. Verbeugung. Knicks nach rechts. Kopf anheben via Hufpumpe. Bei meinem Trick. Du könntest bestimmt wunderbar den spanischen Gruß machen. I love to wake up in the morning, but keep dreaming without wording. The day is gone. And sometimes I take a walk, but I forget about the clock. I can slow down. My friends are sitting laughing, but I just keep on laughing. The knocking on my door, but I'm knocking them down. They say I'm acting crazy, but I just wanna lie in the sun. Whoa, lie in the sun. Now I've been to many places and won so many races. I was a child. Ja, ich stehe gerade ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits hat er sich ja heute eigentlich noch nicht wirklich bewegt. Ich habe ja Fahrentraining gemacht. Da hat er auch ein ganz bisschen Dampf abgelassen. Ne? Und deswegen überlege ich gerade, ob ich vielleicht einfach den Sattel draufschmeiße und einfach Schritt-Schrapp Cross-Trail gehe. Mach mal lieber alleine. Ja, heute ist der letzte Tag. Für Ali. Ali hat sich vorbildlich hier benommen und ich konnte aber in einigen Abschnitten konnte ich so ein bisschen erahnen, was die Besitzerin meint, wenn sie sagt, oh, jetzt dreht sie durch. Ich vermute wirklich, dass Ali eine ganz empfindliche Haut hat, entweder durch Übersäuerung oder durch Bakterien, die vielleicht sogar die periodische Augenentzündung hervorgerufen haben. Ich muss einfach mal schauen, mal nachfragen, ob schon mal untersucht wurde, ob sie Antikörper gegen diese Viren hat. Das kann man nämlich messen. Und ansonsten genießt sie, glaube ich, die Ruhe hier. Und ich habe eben gerade sogar eine Übung mit ihr gemacht, wo sie am Anreisetag das überhaupt nicht toll fand. Und jetzt gerade hat sie davor wirklich entspannt, ganz leichtes Mähnenkamm schütteln, bis oben zum Genick, hat dafür gesorgt, dass sie wirklich mit hängendem Kopf steht. Ich hoffe, das macht sie gleich auch, wenn die Besitzerin da ist, weil ich glaube, umso mehr Entspannung man in die Ali reinkriegen kann, umso besser ist es. Weil es halt einfach gerade mit der periodischen Augenentzündung wirklich auch eine Lichtüberempfindlichkeit gibt. Es gibt einige nervliche Reizirritationen und ich bin mega gespannt, wie das jetzt ist. Es scheint die Sonne, gestern war das nicht so, vorgestern auch nicht. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich sie wieder an die Doppellonge nehme, ob sich das irgendwie hier negativ ausbreitet oder aufzeigt. Ich will es nicht hoffen, wenn die Besitzer jetzt kommen, dass es völlig absurd ist.
aber noch macht sie nicht den Eindruck. Richtig, richtig toll. Ich denke, das sind für sie reine Stresssituationen, wo sie halt einfach, umso mehr an ihr dran ist, umso schlimmer ist es. Und ich glaube, wenn das alltäglich wird, dann wird sie sich da auch entspannen können. Ja, da ist der Leckerli-Topf, ich weiß. Ne? Hm? Aber so Leckerli, das geht. Oh. We march along together. We're working backwards like a cigarette burns. When our kingdoms come, when we just can't run, we face the music and we solve our futures. When we were us. Ich habe das Gefühl, die hat sich hier ausgeschlafen. Ja, die war mega ruhig. Die stand nur schlafend in der Sonne. Auch wenn der andere runtergeholt wurde. Ja. Vielleicht ist es sogar eine Überlegung. Haben wir heute überlegt. Haben wir heute überlegt, weil wir auch die andere, unsere anderen Jungs, die waren, glaube ich, auch mal froh, mal eine Pause von ihr zu haben. Ich habe es wirklich, sie stand ja hier alleine. Sie hatte ja nur durch den Zaun Sichtkontakt. Mhm. Und ich glaube, das hat die mega genossen. Ich weiß ja nicht, wie die bei euch ist auf der Wiese, aber die hat hier wirklich gestanden. Die ist immer angespannt. Also die ist, dass sie sich eben mal, das ist interessant mit dem Thema Ausschlafen, weil ich habe jetzt gerade einen Fohlen zu mir nach Hause geholt, ja, den ich in der Aufzucht hatte. Und der hat da nicht gut geschlafen und wurde völlig irre. Ja. Und dann, seit er bei mir zu Hause schläft, ist er wie ausgewechselt. Ja. Glaube ich, ist es wirklich so eine nervliche Sache. Mhm. Und diese periodische Augenentzündung, die kann ja halt durch viele verschiedene Sachen kommen. Ich weiß nicht, habt ihr mal untersuchen lassen, ob sie Antikörper gegen diese Leptokrin oder wie die heißen haben? Nicht, habt ihr nicht untersuchen lassen. Weil mir ist einfach nur aufgefallen, dass sie ganz, ganz wenig trinkt. Ja, aber das liegt, zumindest, sie ist nicht so eine Tränke gewohnt. Sie war draußen. Aus dem Eimer, also aus dem Bottich. Ne? Ach so. Mhm. Also ganz wenig für das. Sie hat ja hier auch was getan. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, da müsste sie ja, also bei dem anderen muss ich zweimal auffüllen. Bei ihr musste man fast alles wegkippen und dann nimmt immer mal nur so ein paar Schluck. Mhm. Ich bin eigentlich nur, weil ich das Ganze immer so ein bisschen sehe, periodische Augenentzündung, mhm, mögliche Ursachen, Empfindlichkeit hier hinten in der Nierenpartie. Ja. Und es gibt ja mehrere Arten von diesen Leptoskriben, glaube ich, mhm, nennt man sie. Wie die richtig ausgesprochen werden, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es auch einige Arten, die sich halt in der Niere und in der Leber absetzen. Ah ja. So, und das wäre dann halt... fraglich, ob sie nicht vielleicht dieses Bakterius noch in sich hat. Ja gut, diese Nierenempfindlichkeit, das könnte sein. Ne? In Kombination mit dem wenig Trinken sind das einfach alles nur so Bausteine, wo ich dann sage, Mensch, muss nicht sein, aber könnten Eckdaten sein. Ja. Mhm. So, was ich mit ihr gemacht habe, ist, ich habe natürlich den einseitigen Wegweiser ausprobiert, mhm, hat sie sehr, sehr gut angenommen, ganz, ganz toll, ganz weich. Ich habe auch geschaut, dass wir ihre Wirbelsäule hinten freier kriegen im Vergleich zu dem Galopp, den wir am ersten Tag gesehen haben. Mhm. Ist es für mich schon um Klassen mehr Mobilität, mhm, es sei denn, sie hat dazwischen immer Phasen, wo wahrscheinlich irgendwas kommt und sie dann gegen das Gebiss geht. Und dann kommt wieder dieser Hasenparallelgalopp. Mhm. Da treibe ich sie drüber weg. Mhm. Und dann kommt wieder schöne Passage. Okay, also sie muss ja auch umtrainiert werden. Müsste sie, ne? Wenn man das jetzt alles in Angriff nimmt, das alles zu überdecken, was sie über Jahre oder 10 Jahre erlernt hat. Ne? Ja, ja. Das dauert eine Weile. Und ich glaube nicht, dass man sie jetzt in irgendeiner Art und Weise schonen muss, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es ist viel einfacher für alle, wenn man sie einfach so behandelt, als wäre sie ein normales Pferd. Mhm. Und gar nicht so viel Rücksicht nimmt. Dass man nicht von rechts kommt, dass man nicht von links kommt, sondern wirklich einfach ganz normal. Wenn man selber weiß, sie kann sich erschrecken, dann ist es ja gut. Aber ich würde sie ganz normal behandeln. Ja.
Also ich glaube, dass mit dem Wissen, dass du sie einmal gecheckt hast und mir das Go gibst, dass ich ihr nicht Unrecht tue, wenn ich auch mal streng bin, wenn sie Quatsch macht, kann ich da, glaube ich, auch mit anders umgehen und über solche Splinigkeiten freundlich konsequent drüber hinweggehen. Ne? Ja. Das ist, ich glaube, dass das ganz gut ist. Und was ich, glaube ich, machen würde, ist, wenn sie wirklich diese irren Tage hat oder wenn die Sonne so doll scheint oder so, so wie jetzt, das hat sie jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, bis sie sich hier schüttelt, dann würde ich wahrscheinlich sogar ein Schmerzmittel und einen Entzündungshemmer geben. Ne? Das ist halt was, weil wenn Sonne ist, ganz ehrlich, und sie hat das, denn es gibt auch Sonnenbrillen für das Pferd. Habe ich schon mal drüber nachgedacht und mich gefragt, ob das was bringt oder nicht. Ich denke schon, dass das was bringt. Also wenn sie lichtempfindlich ist und wenn sich das auswirkt, dann wird ihr das helfen. Interessant. Weil wenn man es selber weiß, wenn man so migräneartig was hat und es weht Wind und oder es ist laut, hektisch, das ist, glaube ich, auch noch ein großer Punkt, ne, wenn sie sich nicht sicher fühlt. Also es ist, ich glaube, bei ihr so ein Paradoxon. Einerseits kann sie nicht oder konnte sie in der Vergangenheit immer schwer alleine sein und hat sehr an ihren Freunden gehangen. Auf der anderen Seite ist sie aber auch wie echt wie Gift zu denen manchmal. Ja. Ne? Also vielleicht reicht einfach der Sichtkontakt, das, was wir heute überlegt haben. Ich gehe davon aus. So, Kopfschlangen gehe ich davon aus, wird mehr sein heute. Aber ne, wir konzentrieren uns mal auf die Hinterhand. So, und ich habe ein paar Sachen ausprobiert, die ihr einfach weitermachen könnt. Wo ich echt gedacht habe, uiuiui, ich bin gespannt. Mit der Doppellonge. Wir haben auch Doppellonge zu Hause. Und ich habe das mit meinem Jungen auch immer gemacht. Ja. Aber mit ihr noch nicht? Mit ihr noch nicht. Nee, ich habe alle die letzten 3,5 Jahre außer pflegen und auf die Weide bringen nichts mitgemacht. Ne? Außer einmal ja dieses Anlongieren wieder, was nach hinten losgegangen ist. Ne, Bibi? Ja, so war das eigentlich hier so. Ja, schön. Vicky hat sie umtütelt und gemacht und alles. Ne? Na komm, wir gehen mal hin. Ne? Meinst du, du schaffst es? Das ist schon eine sehr süße. Ne? Also, ich stelle ich immer wieder fest. So, und was ich auch festgestellt habe bei ihr, was heißt bei ihr? Eigentlich bei fast allen. Wenn ich dichter dran bin an ihr, also viel dichter an ihr, nicht wie das übliche Longieren, wo man ganz weit weg ist, hat sie mehr Sicherheit. Ja. Das heißt, ich kann besser ein bisschen mitgehen. Fein. Super. Ihr Bauch ist ein bisschen schmaler geworden. Ja. Und Vicky hat ihren Zopf geflochten. So, und was ich jetzt letztendlich hier erstmal gemacht habe, ist, dass ich sie mobilisiere, indem ich außen ganz locker lasse. Mhm. Ich spiele jetzt selber ein bisschen einseitigen Wegweiser und hole sie mir hier langsam rein. Und dann sieht man, wenn man das gemacht hat, also das war gestern noch fast gar nicht möglich, ohne dass die Hinterhand rausgeschwenkt ist. Mhm. Und wenn ich das ein bisschen mache zur Erwärmung, kriegt sie sofort mehr Schritt. So, und wenn dann natürlich irgendwas ist, der Trecker kommt oder irgendwas anderes, will sie da hingucken, dann sage ich aber wirklich hier an der Peach, konzentriere dich hier auf mich und gehe dahin, wo der Reiterschenkel ist, klopfe sie da an und stell sie hier weiter zu mir. Geh raus. So ist schön. So, und Tee ab. Hopp, hopp. So, ne? Komm her. Super. Ne, weil jetzt tritt sie ja noch kurz hinten. Das erkenne ich nicht so genau, wann wir sehen, kurz oder was gut ist. Kannst du mir das eben sagen? Ja, also kurz ist für mich, wenn du mal guckst, wo der Abdruck der Vorderhufe ist, möchte ich, dass die Hinterhufe mindestens da reintreffen oder sogar drüber. Ah, das kenne ich nur für einen Schritt, aber das macht man dann auch im Trab. Ja. Okay. So, und für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich nicht meine Arme hängen lasse und durch die Gegend schlackern lasse,
sondern dass ich es ein bisschen wie beim Reiten habe. Hopp, super. Klasse. Jawohl. Dann ein bisschen Tempo erhöhst. Genau. Ja. Ne, dann lasse ich sie vorne ein bisschen in Ruhe. Ja. Dass sie erstmal so ein bisschen Schubkraft kriegt. Jawohl. Und dann sucht sie schon von alleine die Tiefe. Ja, ja, ja. So, und Galopp. Fein. So ist schön. Jawohl. Zwischendurch mal so kleine Hüpfer wieder. So ist schön. Ja. Ne? Also und mal jetzt kauert sie sich da rein und dann kommt meistens so dieser kleine Galopp, so wie jetzt. Und wenn ich da drüber weggehe, hier. Das Süßste. So schön. Ne, jetzt. Das hat ja was mit Galopp zu tun. Fein. So, und jetzt mache ich aber hier vorne noch nichts. Sobald ich was machen würde, würde sie wieder kurz werden. Das muss man dann halt langsam aufbauen. Weil sie Druck dann verspürt, ja? Ja. Ja. Ne, jetzt wird der Rücken oben fest. Ja. Und man sieht das richtig, dass der dann sich zusammenzieht eigentlich. Mhm. Also ich glaube, dass das wirklich die Oberlinie ist und auch der Rücken ist, der einfach die großen Faszien ganz kurz sind. Mhm. Und die kriegt ihr natürlich schön über diese Längsbiegung auf. Aber das ist keine Sache von 3 Tagen. Nee, also klassisch vorwärts, abwärts dann in der Zukunft arbeiten, ne? Oder nicht? Moment, ich zeig dir das gleich. Du kannst es auch gleich selber machen. Ja. Und ich sage ihr, gut, bieg dich um mich rum. Das fällt ihr erstmal schwer, aber jetzt sieht man, fängt der Rücken ganz leicht an zu tragen und sich zu bewegen. Ja, sie hat sich vorhin ein bisschen nach innen gelehnt, ne? Genau. Ja. Ne, so, und jetzt hole ich sie mir hier ganz leicht rum und sage, ihr bleibt draußen. Und wenn sie nicht hört, dann kann ich das auch mal doller machen, so wie jetzt. Mhm. Fein. Das gibt unheimlich viel Sicherheit, weil quasi du ja, wenn du die Zügel in der Hand hast oder jetzt der Wegweiser, ihr ja einen Rahmen vorgibt. Ja. Jawohl, super. So, und jawohl. So, jetzt kann sie ein bisschen probieren, was sie macht. Wie man sieht, sie versucht dann da mal gegen anzuziehen. Ist doof, jetzt kommt sie in ihren komischen Galopp. Ja. Hopp, Galopp. So, und da bleibe ich jetzt, wenn ich konzentriert bin, dran. Fein. Das ist aber schon besser, ne? Ja, aber sie ist noch ganz, ganz gerade, ne? Ja. Aber sie fußt dann nicht mehr wie ein Hase. Das dauert aber ein ganz klein bisschen. Mhm. So, jetzt hat sie wieder so eine Phase und dann sieht man aber auch, zieht sie den Hintern ein, wie so ein Hund, der Angst hat. So, und ich möchte ganz einfach, dass sie hier nicht an meiner Leine zieht, egal was ist. Und deswegen pariere ich sie immer so ganz leicht. Mhm. Ich schleiche mich immer erst so ein bisschen ein. Oh, da hinten galoppieren aber welche. Hast du auch gesehen, ne? Die Gemeinen da hinten, ne? So, ne, dass ich erst so ein bisschen hinter ihr bin. Und wenn sie denn gut das macht, fein. So, und ich merke jetzt einen krassen Unterschied zu gestern. Gestern war sie nicht so. Nee. Gestern war sie ganz entspannt. Sieht man im Video. Also ich würde dann halt einfach wirklich etwas mit Verdunkelung oder mit Sonnenbrille. Ja, ich habe sowas erst vor, ich glaube vor 2 Wochen oder so, habe ich sowas auf Instagram gesehen. Da dachte ich, das ist erst ein Faschingskostüm. Ja. Es sieht aus so wie so Fliegenaugen, wirklich wie so eine Sonnenbrille. Ja. Fein. Ne, weil halt einfach ja, das ist ja eine unheimliche Reizung. Ja. Auf alles. So, das ist so ein bisschen reitähnlich. Sie hat aber nichts, wo sie sich quasi hinterherhängen kann. So. Seite. 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 Ja, das ist gut. Und weiter geht's. Hopp, hopp.
So, man kann letztendlich alles üben. Das heißt, ich pariere sie ganz leicht rechts und nehme links halt gleich die Longe, verbinde es mit dem Wort, Seite. So, meine linke Leine klopft hier leicht. Hier. Seite. Super gemacht. Klasse. Weiter geht's. So. Ich schnalle gleich mal um und dann probierst du einfach mal selber. Es ist mir erstmal egal, was die Hinterbeine machen. Oder ich sage, jetzt möchte ich die Schrittlänge machen. Ja, okay. Und später setzt du die Puzzleteile zusammen. Ne? Kann sie noch nicht. Nee. Und ich hole sie mir dann halt auch wirklich rein. Ich gebe da wirklich, wie am Trensengebiss auch, wenn ich drauf sitze, an annehmende Zügelhilfe und zeige ihr den Weg. Wo ist deine Position? Auf der Schulter oder auf der Hinterhand? Wenn ich die Schulter raus haben will, auf der Schulter. So, genau. Einfach ist es, wenn du deinen Arm trägst. So, und wenn du jetzt die innere Leine annimmst, ja, geh ruhig auf sie zu, dass du den Kreis größer machst. Nicht indem du die Longe länger lässt, sondern indem du sie rausdriften lässt. So. Wenn du jetzt was an der Hand machst, ne, angenommen du nimmst jetzt, so wie jetzt, die linke Hand an, dann möchtest du ja was. Ja. Du möchtest, dass sie nach innen kommt. Ja. Dann gibst du die Hand aber wieder weg, obwohl sie das noch gar nicht gemacht hat. Ach so. Ich gebe wirklich die Möglichkeit, dass sie ausprobiert, was ich will. Und theoretisch gesehen löst sie den Zug und die Hilfe auf, indem sie nachgibt. Ich habe also den Zügel anstehen, genau. Den inneren. Jawohl, du hast ihn ganz, ganz leicht führend anstehen, bis sie reagiert. Super. So. Klasse. Astrein. Genau. So, und wenn sie das macht, was sie machen soll, gleich loben. So, ist gut. Super. Ne? Sieht mega einfach aus und ist ganz schwer. So. Ganz, ganz schwer ist das. Siehst du mal. Mit Sonne Ali ist und eigentlich ein, wäre ein perfektes Coaching-Pferd, weil die einem so sehr spiegelt, auch die eigene Stimmung spiegelt. Ja. Ne? Die ist schon wahnsinnig feinfühlig. So. So. Brav. So, kommt sie jetzt rum? Also hast du das Gefühl, sie knickt sich wie so ein, also übertrieben gedacht, möchte ich, dass sie über die äußere Schulter ausbricht. Ja, nee, das macht wäre, sie ja nicht. Das wäre die, das, aha. Oh, bin ich abglitscht. Weil einfangen kann man sie später immer noch wieder an der äußeren Schulter. Aber erstmal soll sie im übertriebenen Sinne, bildlich gesehen, über die äußere Schulter nach außen driften. Aha. So. Super. So. Brav. Brav. So, und jetzt holst du sie dir wirklich ein bisschen rein. Also gedacht, ziehst du den Kopf ein bisschen zu dir, wenn du es bildlich haben möchtest. Achtest aber darauf, dass ihre Schulter nach außen geht. Ah, genau. Und geh ruhig ein bisschen mit, dass der Kreis größer wird. So. Merkst du, driftet nicht raus, ne? Ist schwierig. Komm. So, genau. Sag, drifte von mir weg. Drifte so. Ah, super. Brav. Jawohl, drifte von mir weg. Und wenn du jetzt mal guckst, was das für ein kleiner Kreis ist, wo sie sich wirklich eigentlich schon gut drin bewegen kann, wenn du sie gleich durchparierst zum Schritt, und mal so eine Gerade einbaust und einfach mitgehst, siehst du sofort, dass sie ein bis zwei, manchmal sogar drei Hufbreit überfußt, wenn du ein bisschen nachtreibst. Das war zu Anfang noch gar nicht möglich. So, mach mal so viel, dass sie zwei Hufbreit überfußt. Und das ist dein neuer Arbeitsschritt. Den soll sie immer gehen. Immer. Super. Ah, was fällt dir so? So, und wenn du darauf achtest, so habe ich das bei mir zumindest, dann speichern die Pferde das irgendwann als normal ab und machen den alleine, ohne dass man was tun muss. So. Das ist halt ganz ausbaufähig. Ne? Du kannst jetzt, denn wenn du zu Hause bist,
mit ihr ganze Paraden üben, dass sie halt wirklich auf Außen und Innen annehmen stehen bleibt. Mit Falco sind wir mittlerweile so, dass wir wirklich Trab halten machen können. Ja. An der Longe Galopp, Trabübergänge und sowas, das ist ganz fein. Ich glaube, dass sie ganz, ganz schöne Bewegung hat, wenn das nicht alles so kurz wäre. Ja, aber wir haben ja noch 15 Jahre, um das umzutrainieren. Ja. So. Also an manchen Tagen, da kann sie nicht aus dem Wassertrog trinken, weil sie sich vor den Spiegelungen im Wasser erschrickt. Also ein Trog, den sie seit Jahren hat. Ne? Ja. Und an manchen Tagen, das stört die nichts. Das ist halt... Das sind aber wirklich diese Reizweiterleitungssachen. Ach, Falco. Oh Mann, ey. Oh, ist gut. Happy ist nicht da. Das ist sein Busenfreund. Der ist gerade beim Schmied. Halt. Oh, halt. Toll. Braves Pony, bist du lieb. Bist du eine liebe Maus? Und was ich halt ganz viel gemacht habe, ist, dass ich wirklich die Leine da drüber, hinten, vorne, also dieses hinten rum, das hat ihr gestern gar nichts gemacht. Ne, dieses, wo sie eben gerade, was ist das denn? Ja. Also ich denke jetzt, umso mehr Sonne kommt, umso mehr wird sie das auch wieder haben mit dem Wassertrog und all sowas. Ja, könnte sein. Das ist, die Verbindung habe ich noch nicht hergestellt, dass es ein Sonnenproblem sein könnte, tatsächlich. Sonne und Wind ist das, was die umbringt. Und ich glaube, man kann das ja nie genau sagen, aber ich glaube, das ist vergleichbar mit Migräne. Ja, so einen Eindruck macht die auch, ne? Und gegenüber ihren Kollegen ist sie ja dann auch so, dass sie nicht angefasst werden will. Ne? So als ob alles unangenehm ist. Es ist auch so. Und ich habe auch die Vermutung, wenn sie diese Zeit hat, also hier hat sie denn da ja auch, das war nicht nur, wenn man sie gesattelt hat oder gegurtet hat, dass sie denn angefangen hat zu schwitzen. Ich habe das jetzt ja aber nun lange da auf dem Paddock auch verbracht. Ich habe das wirklich auch gehabt, wenn sie da stand und es wurde gefüttert oder es wurde Heu aufgefüllt, dass sie dann auch ganz leicht überall wie so ein Muskelzittern, auch oben in der Muskulatur, im Rücken, dass es immer so ein bisschen geflattert hat. So, jetzt habe ich die Decke drauf gehabt und jetzt war sie relativ entspannt und hat wirklich nur geschlafen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das alles abgeklungen ist. Aber das weiß ich auch nicht. Also das hatte ich angenommen. Ich habe mich damit auch nicht weiter befasst, weil die für in die Klinik gekommen ist, grundüberholt wurde. Ja, ja. Augen ausgeschabt, die Glaskörper werden ja rausgenommen, glaube ich. Und dann hätte ich jetzt gedacht, dass es damit erledigt ist. So ist ja auch immer der... Also wenn man so nachliest, heißt es immer, dass es ganz viele unterschiedliche periodische Augenentzündungen gibt mit verschiedenen Ursachen. Unter anderem halt auch mit diesen Leptoskriben oder so heißen die. Und davon gibt es halt ganz viele verschiedene. So, und was ich jetzt gelesen habe, ist, dass es immer in chronischen Intervallen kleine Schübe gibt, wie bei Rheuma auch. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Also, ich kann ja nur das sagen, was ich... Ich hätte, das Periodische kommt in Schüben, aber wenn der Glaskörper nicht mehr drin ist, dann ist das Thema eigentlich erledigt. Ja, wäre ja toll. Also, wenn er aber aufgrund von Bakterien gekommen sind, dann sind die Bakterien theoretisch gesehen ja aber noch drin. Ja, in Ordnung. Das werde ich mal überprüfen, das weiß ich nicht. Also weiß ich auch nicht. Aber es ist halt so ein Gesamtpuzzle. Ne? Hautirritation, wenig trinken, zumindest hier. Kann jetzt auch an den Wasserbottich sein, dass sie sich nicht rangetraut hat, obwohl Heu drüber war, dass sich das nicht spiegelt. Aber das weiß man halt nicht. Ne? Steckt man ja nicht drin. Ich glaube, ich würde das erstmal vom Boden machen. Für 4-8 Wochen oder genau. so? Genau. Ich würde dann auch anfangen mit Stangen. Ja. Ne, dass sie wirklich Stangentreten machen muss, dass sie immer aktiver wird, weil ich würde ganz gerne haben wollen, dass sie ihren Rücken auffüllen muss. Ja. Und dann kannst du die, glaube ich, ganz normal arbeiten.
So, und wenn die ihre heiße Phase hat, ist es nicht eine heiße Phase, sondern dann hat die einfach umweltbedingt, Umweltreize wirklich, wird die wahnsinnig. Aber vor Schmerz. Also würde ich, wenn es mein Pferd wäre, Schmerzmittel geben. Ja, in Ordnung. Ja. Okay, mache ich. Probieren wir mal. Ich werde Bericht erstatten. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Heute bei Sonne und Wärme wird die Symptomatik bei der Ali doch ein bisschen stärker. Das habe ich gerade ganz deutlich an der Longe und auch beim einseitigen Wegweiser gemerkt. Sie war deutlich unruhiger, nerviger, zumindest deutlich anders als gestern, für mich zumindest zu merken. Für die Besitzer selber, glaube ich, war das immer noch gut, weil die kennen die Ali natürlich auch ganz anders. Und ja, ich habe jetzt erstmal so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, wie ich zum Beispiel das Training machen würde. Ich würde mit Stangen arbeiten, ich würde mit Doppellonge arbeiten. Mindestens 6 bis 8 Wochen, dass Muskulatur einfach wirklich wachsen kann, entstehen kann. Und dann spricht ja eigentlich auch gar nichts dagegen zu reiten. Ja, und was letztendlich, glaube ich, so ein bisschen ein Rätsel bis jetzt ist, dem aber halt auf den Grund gegangen werden soll, ist, ob diese periodische Augenentzündung durch ein Bakterium entstanden ist, was sich vielleicht sogar auch in der Niere oder in der Leber aufhält. Und da müssen jetzt einige Untersuchungen stattfinden, weil es wurde zwar quasi die periodische Augenentzündung in den Augen oder am Auge behandelt. Aber wenn es noch die Ursache ist, die im Körper steckt, dann schädigt sie ja quasi weiter. Und das ist etwas, wo man jetzt so ein bisschen schauen muss. Und ansonsten würde ich jetzt halt einfach, wenn es mein Pferd wäre, wenn diese Intervalle kommen mit Lichtempfindlichkeit, Wind, vielleicht Pollenflug, was auch immer, ich würde einfach einen UV-Schutz nehmen, eine Sonnenbrille oder halt eine Maske, die wirklich UV-Schutz, feste Augenbedeckung mitbietet. Und im Notfall würde ich wahrscheinlich auch mit Schmerzmitteln und Entzündungshemmern arbeiten, um halt einfach diese Zeit erträglicher zu machen. Nicht nur für den Besitzer, sondern natürlich in erster Linie auch für die Ali, weil das sind dann wirklich deutliche Schmerzen. Ja, und ansonsten heißt es jetzt Muskeldehnung, um mehr Gelenkbeweglichkeit zu bekommen, um den Tonus in ihrer Muskulatur runterzufahren, eine Darmsanierung, eine Darmkur sozusagen, die halt das ganze Immunsystem unterstützt, weil halt auch parasitäre Fellabschnitte da sind, wie an den Hinterbeinen, die da einfach sich auch durch den ganzen Fellverlauf ziehen. Und das sind alles so Dinge, die so ein bisschen mit auf ihre Empfindlichkeit Einfluss nehmen können. Und ich glaube, die Ali ist ein ganz, ganz tolles Pferd, weil wer nach so einer Geschichte wieder Vertrauen fasst, wieder mitarbeitet, stark ist und noch so aussieht wie sie, da glaube ich, braucht man gar nicht hoffnungslos sein. Da kann man jetzt wirklich einmal auf Ursachenforschung gehen und dann kann man das vielleicht abstellen. Und ansonsten hilft man ihr über die schwierige Zeit hinweg. Jetzt freue ich mich erstmal, sie ist ganz entspannt auf den Anhänger gestiegen. Da war jetzt nicht großartig Stress. Jetzt sind sie auf dem Weg nach Hause. Wir bleiben in Kontakt und ich bin richtig gespannt, was bei der Blutuntersuchung und Urinuntersuchung rauskommt, ob sich der Verdacht bestätigt oder nicht. Mal schauen. Allegra wurde im Anschluss an den Aufenthalt auf Hof Eicheneck so behandelt wie von Ariane empfohlen. Die süße Stute lässt sich an sonnigen Tagen mit einer speziellen Sonnenbrille für Pferde nun sogar von ihrem Pflegekind reiten. Die Besitzerin ist überglücklich, dass sie ihrer Vorstellung von einer perfekten Welt mit ihrem Pferd nun näher gekommen ist als je zuvor. Thank you.
Und Falco sieht erstmal zu, dass er Land gewinnt.